Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch recht herzlich zurück bei Age of Wonders Nummer 3, wo wir mit Nomlik unser Streben nach Macht fortsetzen werden. Jawohl! In den letzten Folgen haben wir uns ein bisschen mit den Zwergen angelegt, haben herausgefunden, dass eine seiner Hauptstädte hier unten ist und auch generell sind wir eigentlich ganz frisch dabei, finde ich. Und, boah, jetzt gucken wir uns mal um, hatten wir hier... Wir hatten hier jetzt diese Schreine gebaut, Schrein gebaut, das ist ein. Und der zweite ist bald fertig und dann geht's hier so richtig wieder richtig rund, wenn wir das erstmal hingekriegt haben, dass die Schreine fertig sind. Ungefähr jetzt. Da-dim, 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 da-dim. Jetzt gehen wir erstmal weitere Produktionen wählen für irgend so eine Stadt. Yifok ist es. Und wir waren auch unter anderem ein bisschen am Planen, dass wir weiter Richtung mehr Tempel kommen, dass wir ein bisschen unsere Mana-Werte erhöhen können. Und da müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Was ist das hier? Larrak? Aha. Okay, ja, brauchen wir eine Belagerungswerkstatt, damit du mehr Produktion hast. So ein bisschen auf unser Geld aufpassen, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben, aber schauen wir mal. So. Armeebewegung bestätigen. Ach so, das ist hier der Scout. Ja, ja, genau. Ach ja, den hatte ich einen Geheimauftrag gegeben. Richtig, richtig. Einer unserer diversen Scouts. Hier unten haben wir auch noch einen. Genau, der soll hier mal dieses Ding einnehmen. Flup. Aha, hier unten ist ja quasi gar nichts. Was ist das hier? Eine Goldmine. Ah, hier ist noch einer. Das ist schön. Und hier oben... Ah, hier gibt es noch einen Weg aus dem Erdreich wieder raus. Ah, das ist der Eingang da. Okay. Aha, okay. Ja, das, ich finde, das ist immer sehr schwer, das Verhältnis zu sehen, wie das über der Erde und unter der Erde so ist. Ich habe dann immer das Gefühl, dass das unter der Erde habe ich immer das Gefühl, dass ich viel schneller mich fortbewege. Nein, ich möchte meinen Zug noch nicht beenden. Ich möchte erst wo war es hier, ne? Genau, diese beiden hier nehmen und ihnen Befehle geben, nämlich sowas wie kommt mal hier rüber geflogen, Jungs. Jep. Turbo, so Zug beenden. Großer Tempel, ein Goblin-Märtyrer und für Stehlbrand eine Sache wählen. Stehlbrand, ach so, das ist die Zwergenstadt hier. Die kann mal Geld angucken, kann mal Mana erzeugen. Nein, Quatsch, nicht Mana erzeugen. Quatsch, was mache ich denn? Handelswaren. Im Moment ist ja hier recht viel Action. Pedelrock. Kann ich mir da so einen Tempel leisten? Kann mir da auch so ein Badehaus leisten? Da meine Leute derzeit nicht so richtig glücklich sind, müssen wir mal noch ein bisschen Glücklichkeit verteilen. Aber uns fehlt es im Moment tatsächlich ein bisschen an Geld. Insofern müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. So. Ihr bekommt jetzt so ein Gedönsgebumm sobald. Ja, mach mal. Schleich dich mal dahin. Oh, da oben liegt Gold. Ja, Armeebewegung bestätigen. Die beiden will ich auch darüber schicken. Die sind wichtig. Sieht irgendwie ganz witzig aus, wie die hier so über die Karte sliden. Wir können uns ja mal die Einheitendetails von diesem Ding angucken. Erstmal schauen wir uns das Ding hier so an. Ah ja. Okay. Die haben zermalmende Gebetsbolzen. Uha. Okay, das ist aber ein einzelner Schuss, also keine Mehrfachschüsse, sondern nicht dreimal, sondern einmal. Auch nicht schlecht. Was ist das? Okay. Auch nicht schlecht. Ja, gut, okay. Also alles in allem eine ganz ordentliche Einheit. Hat auch 108 Leben. Was kriegt sie denn noch so über die Level? Mal kurz gucken. Am Ende kriegt sie noch Ladungsschild, wenn sie Elite ist. Okay. Ist im Moment Soldat. Da kriegt sie nochmal Fernkampfstärke auch dazu. Also relativ krass ist das hier, weil sie zusätzlichen Schaden noch verursacht für jede fromme Einheit, die wir kontrollieren. Und das sind dann bei Zeiten irgendwann schon mal relativ viele. Die sind jetzt gerade nicht. Ich suche gerade mal den Prediger. Ist der automatisch fromm? Der ist auf jeden Fall schon mal fromm. Und der Märtyrer wird wahrscheinlich auch fromm sein, genau, und der wird auch in der aufgewerteten Version fromm sein.
Das ist schon ganz ordentlich. Nicht alle von denen sind fromm, aber das kriegen wir schon noch hin. Und wir haben ja auch so eine Geschichte gelernt, dass viele unserer Einheiten demnächst fromm sind. Da war doch mal was. Jetzt würde mich interessieren, was wir, kann man nachgucken, was wir schon erforscht haben. Nee, nicht normale Zauber, Reichsverbesserungen. Da hatten wir irgendwas. Genau, also alle Infanterie- und Kavallerieeinheiten, die in euren Städten produziert werden, werden von dem Orden Tempelritter ausgebildet, erhalten 20% Dingsschutz und die Eigenschaft fromm. Das heißt, alles, was wir jetzt im Nachhinein produzieren, also nicht alles, aber alle Infanterie- und Kavallerieeinheiten eben, die sind automatisch auch fromm. Also das ist dann schon ganz ordentlich. So, oh, was ist das denn hier geil? Das ist ein Grab. Mhm. Hier geht's nur weiter, wenn man entsprechende Einheiten hat. Das ist gut zu wissen. Ob wir wohl im Laufe der Mission hier unten noch... Ach guck, hier hat der andere Kerl auch noch eine Stadt. Ob wir wohl im Laufe der Kampagne... Nein! Nicht mein Wachturm. Jetzt müssen wir ganz kurz in die Oberwelt schalten, um was herauszufinden. Wir hatten hier, ne? Genau, zwei Goblin-Märtyrer sind da schon. Einer ist in einer Runde fertig, dann können wir jetzt die hohen Herren-Märtyrer erforschen. Und hier noch einen Goblin-Märtyrer zwischendurch ausbilden. Wo ist er denn? Da. Dann haben wir davon nämlich vier Stück, die dann... Ja, das haben wir schon gehört. Oh, und dann schließt die sich uns auch an. Das ist gut. Kurz auf mein Geld gucken, 484. Ja, alles gut. Also was ich also nur sagen wollte ist, die werden dann ja alle zu auserwählt. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Hier bau mal so eine Käferkommandatur. Das ist eigentlich nicht schlecht. Die können noch mal eine Runde warten, die anderen auch. Hier geht erstmal dahin. Huch, da hat er den Turbo ausgepackt. Und hier würde ich ganz gerne die Märtyrer schon mal, die ersten beiden schon mal losschicken. Die können hier schon mal hinlaufen, das dauert ja eh länger, bis sie da sind. Flup, schweb, schweb. So. So. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Aha. Ist das denn seine Residenzstadt? Ja, das können wir da von da aus noch nicht sehen. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Ah ja, Mensch, Kleinstadt einfach nur. Der hat eigentlich auch nicht wirklich irgendwas Gefährliches da stehen. Okay. Dann gehen wir wieder ein bisschen weg. Hoffentlich reicht das, dass du nicht angegriffen bist. Das sieht gut aus. Ja, das ist in Ordnung. Die habe ich ja auch nur zwischendurch mal eingenommen. So, Pedalrock. Ist auch nicht glücklich. Niemand ist bei mir glücklich. Dafür haben wir Geld. Irobakin muss erstmal Handelswaren weiterherstellen. Ja, das ist im Moment alles noch so ein bisschen friedliches vor sich hingeklicke. Oha, da kommt ein Flammenpanzer. Mal gucken, ob er mich... Ja, da kriegt er mich wahrscheinlich trotzdem noch. Aber gut, was soll's. Flup, 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 flup. Ah, der schwebt hier auch einfach über die Wasserstellen. Das ist eigentlich voll gut. Oh ja, der ist, glaube ich, gleich tot. Aber das ist dann halt schwer wie in der Schicksal. Der war ja auch nur als Scout gedacht. Oh, wird gar nicht... Macht das mal automatisch, das Ding verlieren wir wahrscheinlich, genau. Das ist jetzt nicht überraschend mit den Kanonen, die werden uns einfach abschießen. So. Lasenholz ist Metropole, Heere Märtyrer und Goblin Märtyrer. So, neues Talent erforschen. Flup, Stadt verleugnen. Ah, das ist natürlich nett. Fanal des Glaubens, auch nicht schlecht. Haben schon einige nette Sprüche auch. Ich mache erstmal hier weiter.
um diese ganzen zusätzlichen Bewegungssachen freizuschalten. Ach, Lasenholm war die Stadt hier unten. Die hat ja auch schon echt massiv viele Sachen, das muss man mal so sagen. Bau mal zwischendurch so eine Meistergilde, das darfst du dir gönnen. Und du bau mal so ein Badehaus und dann sind wir auch schon wieder erstmal pleite, aber ist okay. Ogboku ist meine Residenzstadt, ne? Genau, das ist die, wo ich auch bis vor kurzem die Märtyrer hergestellt habe. Wieso sind die jetzt noch Märtyrer und keine Dingensbummenskirchen, Auserwählten? Ihr hier, wieso seid ihr Märtyrer? Das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ich dachte, wenn ich dieses Heere Märtyrer erforsche, dann werden die automatisch aufgewertet in dem Moment, wo ich das erforsche. Gucken wir mal. Nee. Achso, das kann ich hier weiterleiten. Ah, alles klar, Heere Märtyrer. Nachdem der Märtyrer von Gott gesehen und verlassen erstellt wird der Goldene Orden erreicht. Ah, ach so, okay, wird der Goldene Orden erreicht. Aha, das habe ich irgendwie anscheinend geistig ignoriert, dass das da steht. Das ist natürlich doof. Was für ein Orden hat er denn hier schon? Silber. Ja, dann haben die es ja fast geschafft. Gut, die anderen sind dann erstmal nicht so wichtig. Dann müssten wir entsprechende Truppen in der Stadt nochmal nachproduzieren. Aber das können wir dann auch tatsächlich nach einer Wachstube und einem Schießplatz und solchen Sachen machen. Ich denke, erstmal reicht das, wenn wir sowas hier haben. Okay, du kannst mal dahin gehen. Du bekommst dann einen Märtyrer und einen von diesen Schreinen. Du bekommst auch einen von diesen Schreinen und boah, der Rest bleibt so, wie er ist. Und wir gehen was tauschen wir den Schrein aus? Haha, das ist eine gute Frage. Die Goblin-Prediger finde ich ja eigentlich gar nicht so geil. Außer, dass sie natürlich Freiwilligkeit haben. Oh ja, auch schön. Na gut, die sind fromm, ne? Die sind, und, dadurch, naja, wir lassen sie mal drin. Wir machen einfach mal mit dem, was wir so haben, so ein bisschen weiter. Und gucken dann mal, was dann halt daraus wird. Du hast jetzt im Moment zwei Felder frei, das heißt, du kannst dir keinen gönnen. Nur wen nehmen wir hier raus? Ich glaube, den Zwergenschürfer. Der hat da am wenigsten zu suchen und macht mit Sicherheit auch die Moral der Armee ein bisschen kaputt. So, Armeebewegung bestätigen. Ja, hierhin mal. Du in die Armee und du in die Armee. Zack und zack. Armeebewegung. Ach, der hat es tatsächlich geschafft, da irgendwie nicht erwischt zu werden. Alles klar, dann hau rein. Ach, die haben hier nur einen Siedler mit ein paar Truppen. Schön. Da müssten wir eigentlich auch bald mal aufpassen, dass die nicht mit ihren Siedlern noch massiv irgendwo hinziehen. Okay. Irgendwo ist eine Wachstube fertig. Produktion für Jiffog wählen. Das ist die hier. Was sagt das Geld? 193. Ja, das ist nicht so einfach gerade. Für Stilbrand wählen. Jetzt bin ich am überlegen, was steht hier drin? Haufenweise. Also ich würde sagen, wir machen diese Städtchen hier mal platt langsam. Das wird langsam Zeit. Oh, da sind mittlerweile natürlich ordentlich Nachschub über dieses Boot gekommen, ne? Das wird immer schwieriger, was er da treibt. Das ist ja ärgerlich. Gut, müssen wir gleich mal gucken, wie wir es machen. Aber ich würde generell vorschlagen, dass wir diese Stadt hier versuchen einzunehmen, damit wir hier auch so ein bisschen unser Gebiet hier erweitern können und dann uns um die Missionen kümmern und auch in der Unterwelt um Städte kümmern. So, haben wir nicht noch irgendwo so einen Baumeister gehabt? Genau, der steht hier oben und macht Pause, weil er da mit dem Flammenpanzer sonst rumspielen muss. Dann geh doch mal hier hin und hol dir dieses Gebäude noch. Das fände ich gut. Ja, das ist im Moment gerade echt nicht einfach. Alles. Keine Ahnung, ob das gleich gut oder schlecht wird. Das müssen wir dann sehen. Ach, der hat auch noch irgendeinen Zwergen dabei. Dann nimm dir den Goblin hier nochmal wieder dazu. Geh dahin. Und du gehst dahin. Und jetzt gucken wir da mal rein. Ist der wirklich so wahrscheinlich? Ich meine, gut, das sind hier nur die Standard-Armbrustschützen. Die Eberreiter sind schon eine Nummer härter. Die Flammenpanzer sind relativ hart. Die Aufklärungsdrohnen eigentlich nicht so. Hat keine Kanonen. Hat ganz viel klitzekleinen Kleinkram. Hm.
Ich weiß es nicht so genau. Ich kann das halt immer, also das kann ich auch nach mehreren Stunden dieses Spiels leider noch nicht wirklich abschätzen, wie stark verschiedene Armeen sind, aber wir versuchen das jetzt mal. Habt ihr natürlich wieder Spaß, weil jetzt sind wir in der Folge schon so weit fortgeschritten, dass das nur einen ganz kurzen Teil dieses Kampfes gibt. Dann werdet ihr euch ganz furchtbar über mich aufregen. Nein, Ente, wie kannst du einen Kampf anfangen und dann 2 Minuten oder so davon in die Folge packen? Ah. Aber so ist das Leben. So, kommt raus, Jungs. Lasst mal sehen. Was? Ölhaut? Der will meinen Schrein anzünden. Der Lümmel. Das ist aber auch gegen Gegner, das ist sehr ärgerlich. Ach, das kann auch nur einmal pro Schlacht benutzt werden, okay. Das ist gut zu wissen, okay. Gehen wir erstmal... Oder vielleicht gehen wir nochmal ganz woanders hin. Wir gehen erstmal... Nee, hier sind auch Truppen. Wo hat er denn die... Achso, ja klar, wir haben ja drei Stacks Truppen gegen 3 Stacks Truppen, alles klar. Ich war geistig immer noch bei sowas wie einem... Sowas wie einem 2:1. Gehen wir mal kurz hin, gucken wir mal, wo dann unser Ding von hinkommt. Ah, das könnte sich eventuell hier schon ausgehen. Jawohl, da darf ich schon schießen. Macht effektiv überhaupt gar keinen Schaden. Sehr schön. Da auch nicht. Aber gut, ich glaube auch nicht, dass wir allzu viel an Schaden zurückkriegen. Mal gucken. Peng! Schadet auf jeden Fall nicht, irgendwo anzufangen. So. Und Groscha kann sich da ja auch nochmal einreihen. Der kommt von da wahrscheinlich an nichts ran. Nee, kommt da nicht. Da kann er aber am Ende der Runde nochmal zaubern. Was seid ihr? Ach, ihr seid die Feuerwerfer der Zwerge, die wir mal uns gegönnt haben. Ihr kommt aber auch an nichts ran. Die Wagen kommen mal nach da. Jetzt müssen wir nur aufpassen wegen den beiden Flammen. 3 Flammenpanzern, die sind so krass. Diese blöden Flammenpanzer. Wie viel Flammenresistenz hat Sundren eigentlich? Verderbnisschwäche 40%. Aber du hast doch nicht nur Verderbnisschwäche 40%, du hast doch noch ganz viele Resistenzen und so Krams. Oder irre ich mich da jetzt? Scheinbar hat Sundren irgendwie gar nichts. Ist mir noch nie so aufgefallen. Also außer, dass sie zu viel eben Experience hat. Ja, tatsächlich ist Sundren unsere einzigste, die da wahrscheinlich gar nicht so viel hat. Er hier dürfte natürlich eine Flammenresistenz von, genau, Feuerschutz 40% durch die Nachtmarke haben. Er ist vor allen Dingen ein unheiliger Krieger, aber gleichzeitig hat er ein Armutsgelübde und ist fromm. Das ist schon irgendwie witzig. Na gut, okay. Diese Flanke hier. Was ist denn das hier überhaupt? Zwergentechniker? Ach, die können Kanonen reloaden und sowas, ne? Aha, okay. Okay. Ja, nun, ihr Zwerge seid zum Verfeuern da, insofern machen wir auch jenes mit euch. Wobei wir es natürlich nicht übertreiben wollen. Was ist mit den Jungs hier? Erstgeborene? Ah, geht mal nach vorne. Haut raus, Leute, haut raus. Ihr da, ihr dürft den Zaun hauen. Ist das nicht nett von mir? Schade, er kommt von da auch noch nirgendwo ran und ihr gehört wahrscheinlich auch noch dazu. Kommst du vielleicht an die Drohne ran von da? Nee, auch nicht. Schade. Oh, das ist natürlich auch gut zu wissen, dass die Feuerschutz verleihen können. Gut, so aggressiv wie wir hier vorgezogen sind, können wir auch da noch das letzte Feld machen. Haben wir hier nicht auch noch welche davon? Ja, die könnten so einen drin Feuerschutz geben. Das finde ich eine gute Idee. Kann nur einmal pro Schlacht verwendet werden. Ja, ist schade, aber okay. Irgendwas muss so drin bekanntermaßen ja nun machen, ne? Oh, da gehen wir hin. Nee, da passiert noch nichts. Da gehen wir hin. Jawohl, da geht was. Können wir entweder auf die Techniker schießen oder auf die Drohne. Ja, die Drohne lassen wir mal in Frieden. Wir nehmen mal die Techniker, weil wir da vor allen Dingen auch nochmal diesen heiligen Schaden kriegen, den wir bei den anderen nicht kriegen. Was ist das hier? Achso, das sind die Prediger. Die will ich natürlich ungern opfern. Genauso wenig wie die Märtyrer. Das wäre schön, wenn die ein paar Schlachten noch überleben und die letzten paar Level EP noch irgendwo kriegen. Deswegen passe ich auf die tatsächlich ein bisschen auf. Und Nomlik. Der gute Nomlik.
Der passt natürlich auch auf sich auf. Und macht insofern erstmal Defense. Und Sundren macht an der Stelle auch, na, wobei sie kann jetzt hier nochmal rumgehen. Vielleicht trauen sich dann die Flammenpanzer raus. Man weiß es nicht. Aber zaubern will ich noch. Und zwar habe ich da eigentlich an den guten Mann hier gedacht. Magiefaust kann ich jetzt aber immer noch nur einmal machen. Ah, er kann... Ach, die haben auch unterschiedliche Mana-Pools scheinbar. Okay, mhm. Gut, aber Groschak darf ja auch noch leveln, deswegen darf Magiefaust vor allem dran sein. Wo habe ich hingeschossen? Hier, ne? In die da. Das könnte sich sogar auf Dauer rechnen, wenn wir das nochmal machen. Weil natürlich durch die Panzer durchkommen auch gut ist, aber das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Da arbeiten wir weiter hier dran. Okay, ich würde sagen, liebe Leute, ich mache mal überall Defense. Für alle, die sonst nichts machen dürfen bei mir. Oh ja, hier. Ah, nimm das, Zaun. Und an dieser Stelle machen wir mal einen Folgencut. Erste Runde haben wir ja schon durch. Während wir hier hinten uns mal angucken, wer wohnt denn hier so außerhalb der Stadt. Schöne Häuser haben sie bekommen. Naja, liebe Leute, ich bin die Zementente. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge in diesem epischen Kampf nochmal wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir diese Zwerge nicht vermöbelt kriegen, ne? Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.